Leute, ich hänge mit den News leider ein bisschen hinterher, weil ich eine Menge um die Ohren habe, aber ich möchte euch noch informieren, dass es in Sachen Skill-Based Matchmaking wohl ein Update geben soll. Ob das jetzt in den nächsten Tagen passiert, ob das vielleicht zum Mid-Season-Update passiert, kann ich aktuell nicht sagen. Respawn jedenfalls hat mitbekommen, dass wir in Publics und in Ranked extrem große Probleme in Sachen Matchmaking haben, dass wir einfach zu krasse Gegner teilweise bekommen. Nicht nur teilweise, eigentlich zu 90% würde ich sagen. Die Problematik bei der ganzen Geschichte ist aber, das ist das, was ich rausgelesen habe, es kann sein, dass das nur den Publics-Modus betrifft. Es kann sein, dass Ranked weiterhin eine absolute sweaty Geschichte bleiben wird, egal auf welchem Rang du spielst. Rookie-Spieler, Bronzespieler und so weiter, alle berichten mir, dass es eine enorme Belastung ist, aus diesem Rang überhaupt rauszukommen. Ich selbst bin auch noch Bronze 1, glaube ich, und habe 3 Tage nur in Bronze verbracht und kam da einfach so schnell nicht raus oder beziehungsweise bin noch nicht draußen. Okay, ich zocke in letzter Zeit relativ wenig, aber es kann tatsächlich sein, dass dieses Ranked-System Matchmaking erstmal so bleibt, wenn dann fix kommt, dass es erstmal nur die Public Matches betrifft. Ich hoffe auf jeden Fall auf Besserung auch im Ranked-System, weil damit steht und fällt der Erfolg von Apex Legends. Und wenn es so weitergeht, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, dann verstehe ich, wenn die Leute einfach keinen Bock mehr haben und in Anführungszeichen das sinkende Schiff verlassen und einfach was anderes zocken, weil aktuell macht es wirklich wenig bis gar keinen Spaß bei diesem Hardcore-Matchmaking. Leute, ihr wisst Bescheid, wann genau da was kommt. Wenn ich da was erfahre, erfahrt ihr es auf jeden Fall bei mir. Bleibt also dran. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.